Und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, in der letzten Folge haben wir hier im Sperrgebiet ordentlich aufgeräumt und haben ja auch die Silos platt gemacht und alles. Ich muss hier nochmal kurz neu scannen. Und wir sollen jetzt jemanden rächen. Da läuft jetzt einer rum. Ich weiß nicht, schaffe ich das vor dem noch? Wenn die mal ein bisschen schneller sich bewegen würde, wahrscheinlich schon. Guck da nicht hin. Ich sehe ihn nicht, also sieht er mich auch nicht. Die Frage ist jetzt natürlich, wer sind diejenigen gewesen, die die Leute umgebracht haben? Jetzt geh doch mal darüber. Mensch, der Betrunkene interessiert mich gerade nicht. 49. Nee, der andere ist auf jeden Fall weiter weg. Wir gehen erstmal hier rum. So. 30. Ah, er ist es, okay. Kann ich den auch anlocken? Der ist ja mein Ziel, ne? Na komm. La la la. Oh, da hinten kommt so ein großer. Die mag ich ja so gar nicht, also bin ich mal eben schnell weg. Hier ist nichts passiert, gehen Sie weiter. Gehen Sie weiter. Alles nur Schafe hier. So, den anderen Typen müssen wir auch noch ausfindig machen, damit wir wen auch immer rächen können. Ich schau nochmal eben. Der ist direkt rechts neben mir. Nee, 99 Meter. Das muss jetzt aber nicht sein, dass der Typ mir jetzt hier entgegenkommt. Ich mag nämlich keine Lanzenträger, bin ich ganz ehrlich. Du siehst mich nicht. Ich klatsch dir ins Gesicht. Och nee, jetzt bleibt der hier stehen. Das ist nicht dein Ernst. Hat er mich jetzt singen gehört oder was? Geh weiter. Ich würde dir gerne ein Attentat machen. Das Problem ist nur, dass ich das nicht hinkriege, dass dieses Attentat dann so abläuft, dass er komplett tot ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das gehen würde, wenn ich diese Animation da durchziehen könnte. Jetzt stehen sie alle hier rum. So. Es reicht, wenn einer kommt, Jungs. Genau, dreh du dich mal wieder um. Hast du dich in die Sträucher verkrochen? Nö, habe ich nicht. Aber komm und guck nach. Hey! Ich war's nicht. Das Problem ist... Nö, interessiert den gar nicht, dass da eine Leiche liegt. Okay. Na gut. Dann... Achso, ich werde hier blockiert. Dann gehen wir mal weiter und suchen mal den zweiten Typen. So... 56. Da ist übrigens auch wieder eine Leiche, die ich wieder dingsen muss. Also das verstehe ich irgendwie nicht, warum ich die Leichen, die ich selber hinterlassen habe, dass ich da noch den Tod bestätigen muss. Ist auch gar nicht das, sondern der Typ, der ist schon tot. Na komm.
Aber bitte einer nach dem anderen, Jungs. Ja, komm runter. Komm gucken. Jesus, was passiert denn da? Verbirgst du dich in den Sträuchern? Nein, hier ist kein Mörder. Hier ist doch niemand. So. Erstmal eben Tod bestätigen. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist der Kerl, den ich umgebracht habe. Bist du an Odins Seite. Gut speisen. Ja, sehr schön. La, la, la. So, jetzt gehen wir mal eben aufs Häuschen drauf. So, damit ich jetzt mal in Ruhe gucken kann, wo jetzt eigentlich die anderen Dings sind. Also, sprech mit Soma. Das sind Volkes Vorräte und dann verheere die Festung. Das würde ich mir gerne fürs Ende aufsuchen. Ich würde sagen, dass wir erstmal die Sache mit den Vorräten aufsparen, nicht aufsuchen. Mit den Vorräten machen und das wäre links von uns, aber ganz weit weg. Wir könnten eben schnell reisen. So. Eine schöne Aussicht mit 20.000 Pfeilen und weiß ich nicht was bei mir im Hintergrund. Das Einzige, was ich nicht sehe, ist mein Ziel. Doch da unten. Ich hoffe, dass ich da runterspringen kann. Hui! Okay. Perfekt. Sehr schön. Dankeschön. So. Jetzt dürften wir eigentlich nicht allzu weit weg sein. Ich meine, 500 Meter hört sich immer so weit weg an. Aber eigentlich müssten wir näher ran sein. Zumindest sah das so aus auf der Karte, fand ich. Sprech mit Soma. Ach ja, das ist ja die eine, ne? Oder? Ich kann mich nie dran erinnern. Was heißt nie dran erinnern? Ich meine, das ist schon eine ganze Weile jetzt mittlerweile her. Aber ich meine, das ist die eine Kriegerin gewesen. Diesen Wachen entgeht nichts. Volkes Männer bekommen Waffen aus Krawon leer. Mal sehen, ob ich das ändern kann. Soma müsste in der Nähe sein. Wow, hallo. Wie viele sind denn bitte hier? Sollen wir das jetzt im Brand stecken? Ich bin mir nicht sicher, weil es wird jetzt so grün angezeigt. Okay, Soma sollte irgendwo in der Richtung sein. Die sind da hinten am Kämpfen, kann das sein? Ah, da, okay. Proviant ist voll, sehr schön. So, wir gehen ganz dezent. Klettern wir mal eben hier hoch. Soma, wo bist du? Du solltest genau hier sein. Wieso sehe ich dich nicht? Ja, wieso sehe ich dich nicht? Das ist eine gute Frage. Ich wollte gerade sagen, was war denn das jetzt gerade? Ist das ein Wolf oder ein Hund? Das ist ein Hund, oder? Hallo, mein Kleiner. Da ist es grün, aber da sollte sie sein. Nehme ich an. Lauf mal ein bisschen schneller. Ja, sieht aber gut aus. Okay. Was ist los? Ich wollte schon anfangen, aber du warst nicht da. Och. Haben die mich jetzt erschreckt? Hallo, kann ich nicht mit dir reden?
Jetzt. Soma, was geht hier vor sich? Banditen machen sich die undurchsichtige Lage in Sud-Sexe zunutze und bereichern sich. Odin wacht über uns. Diesen Teil der Stadt habe ich schon niedergebrannt. Bringen wir es zu Ende. Von hier bekommt Fulke keine Waffen mehr. Wir könnten uns auf sie stürzen, wenn sie abgelenkt sind. Sicherer wären Feuerpfeile. Die Bogenschützen. Ja, genau. Wir legen Feuer aus der Ferne. Sie werden sich zerstreuen wie Katzen. Eine gute Entscheidung. Einverstanden. Bogenschützen! In Stellung! Bereithalten, Eivor! Wenn sie uns sehen, greifen sie an! Wir müssen die Männer schützen! Das will ich doch! Was war das? Achso, das waren wieder diese komischen Pilze. Ja, ja, okay. Okay, ich habe da ja schon was niedergebrannt. Wobei ich keine Feuerpfeile nehme, sondern die Fackeln tun es auch. Das kann ich dir schon mal als Tipp sagen. Da kommen sie! Oh. Nicht nachgeben! Verteidigt die Bogenschützen! An mir kommen sie nicht vorbei! Kommt nur her, Sachsen! Ich werde euch niedertrampeln! Boah, mein Großer! Sag mir, das ist doch einer! Noch mehr kommen! Ja, bloß nicht ausweichen! Kein Thema. Hallo, bitte! Ich wollte stampfen! Wie komme ich jetzt hier... Achso, gedrückt halten. Ich habe auch gestampft. Okay. Was war denn das gerade für eine Aktion? Ganz ehrlich. Du wirst sühnen. Schon wieder. Wie viele gibt's denn von denen noch? Tja. Das rein, Junge. Wir gewinnen! Jetzt nicht nachlassen, Soma! Niemals! Das war ein So. Warte mal, das ist keiner von uns, ich oder? Feide dich aus. Das ist keiner von uns! Wieso lässt du den einfach so stehen? Verteilt euch! Wir schaffen das! Wo sind denn unsere Bogenschützen? Achso, die sind jetzt da oben, okay. Ich wollte gerade sagen, wo sind die jetzt hin? Kommt, Leute! Genug! In Krauenlea tanzen die Feuerzungen. Bald wird alles zu Asche zerfallen. Bogenschützen! Senkt die Bogen! Zurück ins Lager! Die Schmieden sind zerstört. Hier werden keine Waffen mehr hergestellt. Gut gekämpft, Eivor. Sehr schön. Ich gehe mit den anderen zurück ins Lager und erwarte deine Befehle. Mach das. Ich freue mich. Okay, bevor wir jetzt aber irgendetwas hier machen... Ah, sehr schön. Gucke ich mal ganz kurz wegen den Fertigkeiten. Ich will da jetzt nicht so lange dran rummachen. Ich würde nur gerne, weil ich hatte nämlich hier einen Punkt. Genau, Gesundheit erwerben. Nahkampfwiderstand wäre natürlich auch nicht schlecht. Kritischer Schaden. Nehme ich jetzt erst den kritischen Schaden oder... Hinten war doch auch noch was, ne? Verringert den Schaden bei gegnerischen Schweren. Genau, den würde ich gerne nehmen, ehrlich gesagt. Und nochmal Gesundheit. Genau, nehme die einfach. So. So, perfekt. Dann können wir jetzt zur nächsten Quest eilen. Ich hoffe, dass wir die heute noch schaffen, beziehungsweise diese Folge noch reinbringen können. Weil das sieht mir eher danach aus, als ob die doch sehr groß ist. Wo müssen wir denn da hin? Wir müssen da hin, dann reisen wir da mal eben hin.
So. Da ist wieder dieses komische Ding, wo ich nicht weiß, ob ich da runterspringen sollte. Moment, hier links ist aber was zu springen. Da ist was zum Springen. Ob ich da runterspringen kann? Das sieht mir gut aus. Ich probiere es mal einfach. Ja, perfekt. Sehr schön. So, mein treues Tierchen und ich, wir laufen jetzt einfach mal quer durch die Gegend, ohne das Ziel richtig zu kennen. So, unten sieht schon so aus, als ob es am Brennen ist. Das ist sehr schön, wobei ich nicht glaube, dass es schon brennt. Es sieht einfach nur so aus, als ob die überall das Licht dann haben, ehrlich gesagt. Aber egal, wir werden es, glaube ich, jetzt brennen lassen. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Der wollte doch irgendwie angreifen, also schon vorspähen sozusagen, dass wir angreifen können. Azim, wo bist du? Ich komme hier gerade mit dem Wolf nicht durch. Der steht da auf der Brücke oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Brehe ist Warde. Ein Wald sächsischer Schwerter wartet hinter diesen Mauern aus Stein. Ich sollte Bassim aufsuchen. Er muss in der Nähe sein. Er steht hier oben. Das ist sehr gut. Bassim, ich sag dir nur schon mal direkt, ich habe nur knapp eine halbe Stunde noch Zeit. Dann muss ich los. Also wir können... Ach, er hat ja schon alle erledigt. Bassim, hallo. Was hast du herausgefunden? Brickles Worte ist voller Wachen und Nachschub kommt über den Fluss. Zwei von Fulkes besten Leuten überwachen alles. Wir sollten diese Anführer töten und ihre Schiffe verbrennen. Geschlagen und verängstigt werden sie Fulke in Portcaster kaum helfen können. Menschen sorgen sich in ihrer Angst nur um sich. Guter Plan. Verbrannte Boote. Ein Anführer ist in der Festung, ein Anführer ist beim Hafen. Das sind wahrscheinlich die Boote, oder sind das die beiden Anführer, die der mir anzeigt? Moment. Da zeigt er mir gar nichts an. Wir müssen hier mal gucken. Misstrauensgebiet ist natürlich so eine Sache. Ah, wie komme ich denn? Ach du Scheiße. Ach so, hier kann ich runter. Ah, das Problem ist, dann bin ich mittendrin, oder? Nee, da bin ich in diesem Ding drin. Die werden sofort angreifen. Doch, absolutes Sperrgebiet. Oh, fuck. Ich bin wirklich mitten reingesprungen. War vielleicht nicht... Geht es dir noch gut? Ja? Was war das gerade für eine Aktion? Gott schütze mich. Was geht da vor? Versteckst du dich im Heu? Nein. Guck mal, neben mir steht Bassim. Der ist viel, viel schlimmer als ich. Lieber wachsam bleiben. Bin ich wieder im Heu? Okay. Bassim guckt einfach, weißt du? Du kannst genau mal jemanden übernehmen, Junge. Im Heu könnte sich einiges verbergen. Es könnte aber auch jemand neben dem Heu stehen, Trottel. Bei dem Heu könnte sich einiges... Naja, nee. Warum steht denn das Heu im Wohnzimmer? Da musste ich jetzt gerade dran denken. Sonst kann ich hier keinen... Oh, doch, Moment, da kommt einer. Hallo. Da guckt einer neben dem Heu. Der neben dem Heu sieht ganz verdächtig aus. Nein, im Heu nicht, nein. Der neben dem Heu, der ist der Verdächtige. Idiot. Aber es ist wirklich irgendwie krass. Gut. Das haben wir alles. Ich hoffe, dass da jetzt kein Bogenschütze ist, der mich jetzt hier... So, jetzt haben wir hier... Jetzt habe ich gerade ein Problem. Ich muss mal ganz kurz meine Kopfhörer wieder richten. Die hören mich noch nicht, okay. Weil ich da irgendwie ein Haar dazwischen hatte. Das ist immer ganz gemein sowas. Ja, genau. Komm. Sehr schön. Komm, mein Freund. Bleib da! Hey! Kommt der jetzt oder nicht? Ja, komm.
Rohr. Ich gebe dir auch ein bisschen Platz, dass du erstmal hochkommen kannst. Warte mal. Das war jetzt nicht der Plan, aber das war jetzt auch okay. Gut, da sind jetzt noch zwei unten. Da können wir uns noch so ein bisschen verstecken. Geh runter, Mann. Blöde Kuh. Der kommt jetzt nicht ernsthaft hier rum. Was ist das für ein Vollpfosten, bitte? Die stehen die ganze Zeit wie Blöder da hinten rum und gucken in der Gegend rum. Und jetzt auf einmal muss der hier rumkommen. Hinten bewegt sich aber keiner. Komm. Was geht da vor sich? Ach, guck doch einfach nach. Wahrscheinlich ist da eine Maus im Gebüsch, die am Pfeifen ist. Ach, Junge. Komm. Was ist denn jetzt? Ja, komm. Wenn du nicht kommst und nicht nachguckst, dann wirst du es niemals erfahren. Kleiner. Versteckst du dich im Gestrüpp? Ja, ich bin eine Maus, die sich im Gestrüpp versteckt. Aber diese Maus hat Zähne. Ganz, ganz starke Zähne. So, was ist mit dem Idioten da hinten? Der dreht da irgendwas. Ernsthaft? Ach so. Das ist natürlich... Jetzt haut der nicht wirklich ab. Die Dinger kann man so einfach kaputt machen. Das ist ja geil. Guck mal hier mal kurz. Echt jetzt? Okay, der ist auch schon mal erledigt. Oh, jetzt kommt eine Truppe hin. Das ist nicht so schön, aber die... Die werden wahrscheinlich gleich hier runterkommen, oder? Wir warten mal kurz den Moment ab oder die laufen einfach oben vorbei. Das wäre natürlich schöner. Jetzt stehen sie da oben dumm rum. Das ist nicht so schön. Zumal ich... Ja, was mache ich denn jetzt hier? Die Boote muss ich abbrennen, ne? Kann ich so weit mit der Fackel werfen? Ich bin mir nicht sicher. Jetzt sieht der natürlich, dass da einer... Dein Ernst... Oh, steh auf, Junge, komm. Das war jetzt wieder ganz toll. Jetzt ist der auch noch nach oben gelaufen. Mann, da kriege ich den noch gar nicht mehr. Was bist du für blöd, Mann? Ich hasse solche dummen Spinner, ehrlich. Und ich kriege den noch nicht rübergepfiffen, ne? Na komm, stell dich nochmal hin. Stell dich nochmal hin. Los. So, setz dein Ernst. Och Mensch, Basim, ich sehe nichts. Trottel. Echt jetzt? Okay. Ich glaube, das war nicht so eine gute Idee. Na gut, ich scanne mal kurz in Hoffnung, dass hier keiner kommt und gehe mal ein bisschen näher ran. In Hoffnung, dass der oben uns jetzt nicht sieht. So. Nein, nein, nein. Falsche Taste. Ja, fast. Wo ist der Typ da unten jetzt her? Scheiße. Ich brenne, verdammt. Ja, ich weiß. Geh ins Wasser. Ich sehe besser nach.
Kann die mal aufhören zu brennen? Was geschieht da? Der Busch brennt. Komm her. Der Busch brennt und pfeift. Einer ist tot. Der Verbliebene sollte irgendwo in der Feste sein. Auf dem Weg. Ja, aber vorher versuchen wir noch. Sieh mal nach, Sühnen. Nein, nicht nachsehen. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Es tut mir leid, es tut mir leid. Das klappt ja mal gar nicht. Och Mann, warum drücke ich jetzt immer nach oben? Packt er? Nee, das ist immer noch auf dem gleichen. Och, das ist doch scheiße. Steht der jetzt mit dem Rücken zu mir? Stehen wir hier wieder mitten in dem Ding drin, dass wir explodieren, ne? Das ist doch kacke. Diese Sachsen werden nicht mehr segeln. Okay, gut. So, der Typ ist jetzt irgendwo hier. Achso, der wird hier wieder nicht angezeigt, okay. Der ist in der Festung. Jetzt ist natürlich... So kann ich gar nicht zielen. Was ist denn das? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Der eine soll mich nicht sehen. Na? Nö. Na? Nö. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich stürmen, denke ich mal. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo der jetzt genau ist. Und es wird mir auch nicht wirklich angezeigt hier. So. Oh, geh ein bisschen schneller, geh ein bisschen schneller, geh ein bisschen schneller. Okay. Der steht anscheinend neben dem Typen hier, wenn ich das richtig sehe. Natürlich müssen jetzt hier drei Leute vorbeilaufen. Warum auch nicht? Nee, das warte ich jetzt aber mal ab. Also da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Nerven zu. Geht woanders hin. Lasst mich in Ruhe. Hier gibt's nichts zu sehen. Trinken Sie Ihren Tee und gehen Sie weiter. So. Es sind aber auf jeden Fall zwei, die beieinander stehen hier. Ach, jetzt geh, Mann. Okay. Gibt es etwa Ärger? Es sind keine zwei, die beieinander stehen. Guter Gott, was soll die Aufregung? Komm doch einfach mal um die Ecke, du blinder Hund, du. Das war jetzt nicht so gut. Okay, der ist jetzt abgehauen. Gehen wir mal schnell. Angegriffen. Scharfe Waffen, saubere Treffer. Ach, das war der gar nicht. Sieht nach der Klinge eines Sachsen aus. Jetzt müssen wir den auch noch rächen, oder was? Ach nee, er war das Ziel. Oder? Ich glaube, er war das Ziel. Der Mord wurde gesühnt. Zur Ruhe denn in Frieden. Nee.
Okay, er war das Ziel von dem anderen, von der anderen Quest. Okay. Heilige Kugel. Was war das denn gerade? Ein Anführer ist in der Festung. Ja, das ist toll, aber wo ist der Typ denn? Ach, da oben. Okay. Wir das noch mal hin? Oh nein, das kriegen wir nicht noch mal hin. Oh, oh, oh. Wo war der Typ denn jetzt? Lass mich hier mal eben hier abplündern. Hä, das wurde doch hier grün angezeigt. Ist der Typ jetzt abgehauen oder was? Ah, eins über uns. Ach so. Oh, wo kommst du denn jetzt her? Geh doch mal weiter, Mann. Dämliche Kuh. Sind eins hoch. Können wir hier hoch? Ja. Da können wir hoch. Oh. Ja. Tür öffnen oder einfach nur... Willst du mich töten? Du solltest eigentlich schon tot sein, ja? So. Ich sollte zum Lager zurückkehren. Genau. Wir sollten zum Lager zurückkehren. Das werden wir jetzt auch machen, sobald ich weiß, da ist das Lager, ne? Sammle dich mit den Verbündeten. Nein, Schnellreise ist nicht verfügbar. Wieso nicht? Die Idioten. Muss ich hier erstmal wieder raus? Och, ich dachte gerade schon. Okay, und die können wir auch nochmal plündern. Irgendwas höre ich hier doch die ganze Zeit. Ich höre hier tatsächlich was. Das ist ganz unten, aber... Aber es wird deutlicher, wenn ich hochgehe, oder? Hm. Mir gerade nicht so sicher. Wir haben einen Brief. Offizielles Schreiben. Werte Männer von Westsexe. Um uns Sachsen vor den Anschlägen dänischer Langschiffe zu schützen, habe ich den Plan ersonnen, Öl zu lagern. Gießen wir Öl von unserer Brücke, um ein flammendes Inferno in ihre Seelen zu pflanzen. Wir müssen Hehl mit der Hölle trotzen. Feuer und Schwefel werden uns retten. Unterzeichnet vom Hauptmann der Brickelsward-Feste. Okay, ich glaube, über mir ist irgendwas. Bin mir nicht sicher. Ich höre hier was. Ich will zwar gerne die Folge beenden, aber irgendwas... Irgendwas höre ich hier. Ah, das ist oben. Dieses Goldding. Ich geh mal hier. Komm mal runter. Ja, ich würde gerne die Folge beenden, aber komm schnell runter, bitte. Jetzt kommen sie beide oder was?
Leute, ernsthaft. Kommt doch mal einer runter und dann der nächste. Seid ihr so dumm oder tut ihr nur so? Direkt neben dir ist was, wo du durchspringen sollst, du Trottel. Echt jetzt? Jetzt komm doch mal, Mann. Also, die kriegen es offenbar nicht hin. Ich weiß auch nicht. Dann muss ich ja selber. Dein letztes Stündlein. Dein Leben. Naja, du bist nur ein Bogenschütze, Mann. Ihr solltet einfach nur runterkommen. Aber wenn ihr zu blöd dazu seid, dann kann ich auch nichts dafür. So. Die Tür ist natürlich verriegelt. War ja klar. Jetzt will ich einmal auf die Schnelle was holen. Muss die Tür natürlich verriegelt sein. Vielleicht haben wir Glück. So wie es aussieht, haben wir kein Glück. Achso, das können wir nur zur Seite schieben, verstehe. Ach, das war eine Schlange. Och, Leute. Ernsthaft jetzt. Jedes Mal denke ich, dass ich hier angegriffen... Ich meine, eigentlich werde ich auch angegriffen. Kannst du einfach mal... Da war doch gerade... War da keiner? Ah, endlich. Ah! Brandpulverfalle. Ja, das hat sich auf jeden Fall noch gelohnt, hier reinzugehen. Das ist ja cool. Okay, perfekt. Das ist das, wo ich reinkam, nehme ich mal an. So, kann ich jetzt von hier aus reisen? Kann ich immer noch nicht. Naja gut, ich würde sagen, ich beende jetzt erstmal hier die Folge und keine Ahnung, wann oder wie ich das machen kann. Reise dann einfach zum nächsten Ort, wo wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.